Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 hier auf der nordfriesischen Marsch. Vierfach-Map in der Version 1.5 ohne Gräben. Ja, ich habe ja in der letzten Folge hier einen Wolf probiert, hinten das Schiebeschild zu heben. Es geht natürlich nicht mit der normalen Heckhydraulik, also eigentlich schon, aber ich muss es bedienen wie ein Frontlader. Ja, habe ich nicht dran gedacht. Wusste ich nicht. Asche auf mein Haupt. Jetzt haben wir's. Und jetzt kann ich damit zur BGA fahren, damit wir dann da verdichten können und wir die Maisernte starten können, das Mais häckseln. Und deshalb bin ich auf dem Weg zur BGA. Tja, ihr habt das bestimmt schon in die Kommentare geschrieben, wie das geht. Ich habe ganz ehrlich gesagt noch nie Silage verdichtet hier in dem Spiel. Obwohl ich das ja jetzt auch schon eine ganze Zeit spiele. Aber ich habe es bisher noch nie gemacht. Und ich habe zwar auch schon im Multiplayer Mais mit gehäckselt. Häcksler gefahren, Abfahrer gefahren. Aber ich habe nie verdichtet. Oder aufgeschüttet. So, jetzt ist das erste Mal. Wir lassen das natürlich von Cosplay erledigen. Ist klar. Trotzdem muss man ja wissen, wie das Schild hinten hoch und runter geht. Das war auch selten dämlich von mir. So. Ah, da kommt keiner. Das ist schön. Dann können wir ja hier gleich den Deich wieder runterfahren. Nein, natürlich nicht. Warten. Sag mal. Da muss es doch auch schon was Besseres geben, was Intelligenteres, oder? Das geht mir so ein bisschen auf den Keks, ne? Mit dem KI-Verkehr. Frage, ob ich das gleich für die Ernte ausschalte. So, wir wollen hier einen von den Keilsilos bearbeiten, auch wenn wir den niemals voll kriegen. Und zwar den hinteren. Ja, mal gucken, wie das denn so ging. Ich habe das ja noch nie gemacht. Ich habe mir irgendwann mal ein Video angeguckt. Um Experience natürlich. So, Kursaufzeichnung beginnen. Das heißt, ich fahre hier raus. Fahre auf meine Warteposition. Die setze ich mal einfach hier aufs Feld. Fahre dann von hier aus rückwärts. Aber nicht bis ins Silo, sondern bis kurz davor oder so, ne? So war das. So. Dann sage ich Stopp. Das Ganze speichere ich. Das ist die BGA. Ost, Keil 1. So. Bunkersilo befüllen und verdichten. Aufschütten.
Schildbreite machen wir mal auf 7 Meter. Geschwindigkeit beim Schieben. Runter auf 10. Frag mich nicht warum. Rückwärts kann ein bisschen schneller. So, wollen wir mal gucken, was er jetzt macht. So, er fährt jetzt hier auf die Position. Fährt zurück. Jetzt das Schild runter. Jetzt müsste er eigentlich gleich auf der Warteposition stehen bleiben, weil er jetzt festgestellt hat, oh, da ist ja noch nichts drin. Schauen wir uns mal an. Wie cool. Das ist ja schon mal was. Da haben wir ja schon mal was erledigt. So, jetzt brauche ich einen Abfahrer, indem ich einen Kurs einfahre. Ist das der letzte? Ist egal. Wundert euch nicht, ich fahre jetzt gleich mehrere verschiedene Kurse ein, um die nachher besser miteinander kombinieren zu können. Ich weiß noch nicht, ob das funktioniert, aber ich habe mir da beim Experience was abgeguckt. Ich bin da frohen Mutes, dass das funktioniert. So. Denken können, dass das nicht geht. So bescheuert, wie ich hier stehe. Schön, dass er keine Kollision hat. Also, ich fahre jetzt verschiedene gestückelte Kurse ein. Warum? Weil ich die dann nachher, hoffe ich, miteinander kombinieren kann. So. Hoffe, dass das geht. So, Feld 12, hier auf die Straße. Straße. Den Kurs lösche ich jetzt ein Stück weiter und sage Kursaufzeichnung beginnen. Mal gucken, ich kann auch nicht sagen, ob das funktioniert oder nicht, das werde ich gleich sehen. Aber mal schauen.
fahre jetzt auch nicht den kürzesten Weg, aber ich fahre einen, wo sich die dann hoffentlich am wenigsten begegnen. Die Fahrzeuge. So. Festgestellt, dass ich noch eine Einstellung vergessen habe. Muss ich hier jetzt einen Ablagepunkt setzen? Nee, ne? Das macht der von alleine. Oder? Fahren wir nämlich hinten rum wieder weg. Hier am Eierhof vorbei. Einfach um da vorne nicht mit irgendwelchen anderen in Berührung zu kommen. Wie ihr seht, ich mache das zum ersten Mal. Ich habe noch nie Mais-Silage gefahren. Aber wir werden es gleich sehen, ob es funktioniert. So. Wenn das funktioniert, wäre das echt der Hammer. Jetzt fahren wir den Kurs nämlich genau bis hier hin. Nennen den mal Straße DGA Ost Straße. Löschen den. Zeichnen einen neuen auf. Hier fahren. Und dann hier aufs Feld. So. Den nehmen wir. Straße. Feld 12. So. Jetzt machen wir aus. Lassen uns die Kurse anzeigen und jetzt bauen wir uns Kurse zusammen. Feld 12, Straße. So. Straße, BGA Ost, Straße. Und Straße, Feld 12. Und das Ganze nennen wir dann Feld 12, BGA Ost, Keil 1. So, das hat schon mal funktioniert. Ich
erstmal wieder aus. So. Und seh mal zu, dass ich hier jetzt mal den Johnny hier mal in Gang bringe. Gar nichts mehr. Ja, schön. Ja, ich weiß, der hat jetzt gerade keinen. Ah. Kreisfahrt an. Alternativer Helfer an. Aktive Seite links. Weiß ich nicht. Ein Vorgewende. Was auch immer das heißt, keine Ahnung. So, jetzt habe ich auf jeden Fall einen Helfer eingestellt. Aber er kann natürlich noch nichts machen, weil er keinen Abfahrer hat. So. Wenn ich mit dem aber jetzt mal immer vernünftig wende. Helfer J wird durch ein Objekt blockiert. Was für ein Objekt? Durch mich. Dann haben wir da Schnittbreite 9 Meter, dann würden wir da 5,50 Meter Abstand haben, dann sollte das ja mehr als locker ausreichen. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Automatisch funktioniert. Wir sind natürlich voll in der Überzeit, aber wir gucken mal.
einmal, ob auch mein Kurs funktioniert. Ich muss nochmal in Xerion reingucken. Warum fährt er nicht mehr? Wenn ich hier stehen habe, abfahren bei 90% oder was? Nee. Gut, aber ich fahre jetzt mal ab. Abfahrer einstellen. Wegpunkt. So. Das muss ich mir noch eben angucken. Boah, ich kann auch mal eben in den... Der Vorteil mit diesen zusammengestückelten Kursen ist nämlich, dass ich dann gleich für Feld 9 und für Feld 8 viel einfacher die Kurse einfahren kann. So. Durchdrehende Reifen. Gut, ja, meine Schuld. Oder den nächsten Weg erkannt. Ja, extremst gespannt, ob das geht. Oh Mann, wir überziehen. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Bin so gespannt jetzt. Ich bin so gespannt. Los, 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 los.
Stelle erreicht, sagt er schon. Er lädt ab. Das funktioniert schon. Bin schon so halbwegs begeistert. Er haut wieder ab. Und fährt voll dagegen. Warum fährt er voll dagegen? Ich meine, der Kurs ist klar, wo er langfahren soll. Hallo, abfahren. Hallo. Warum fährst du nicht? Weiß es nicht. Verdichtet aber noch, oder wie? Oder steht der auf seinem Warteplatz? Der fährt da wie so ein Geistesgestörter hin und her. Na denn. Ja, wie das denn und ob das denn weitergeht, ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Nee, ich bringe den hier nochmal auf Kurs. Aber irgendwas ist da ja. Irgendwas ist da ja komisch. Weil der Kurs wird mir ja auch richtig angezeigt. So, gucken, was er jetzt macht. Wenn ich irgendeinen Bullshit. Wollen wir den mal hier so auf den Kurs bringen. Und dann ist aber Schluss für heute, ne? Müsste er ja eigentlich sehe ja jetzt kein Drescher in Reichweite. Quatsch, Haare hinter Drescher. So. Ah. Da hinten kommt mein anderer Abfahrer auch immer. Warum auch immer. Ich weiß auch nicht, warum der gerade da in die Grütze gefahren ist. Keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier einen Häcksler und zwei Abfahrer am Start. Mal gucken, wie das hier so mit Cosplay funktioniert. Mit einem Häcksel.
Turm minus 12,5 Meter. Minus 13 Mauer. Was sind denn sonst gegen die jungen 13? So. Mal gucken, wie das denn hier mit 4,5 Metern ist. Das denn auch gut aussieht. So. Warum stoppt das jetzt? Irgendwer blockiert. Wahrscheinlich, oder? Nein, wartet er jetzt darauf, dass er rückwärts fahren kann? Nö, wartet er nicht. Wartet er darauf, dass er vorwärts fahren kann? Okay. Schauen wir uns das mal an. Lassen wir uns überraschen. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like oder ein Abo oder einen Kommentar. Ne? Auch gerne mit Kritik, wisst ihr ja. Besucht mich bei Facebook. Besucht mich bei, was weiß ich, bei, ich sehe jetzt aber gerade ein Problem, was hier auf uns zukommen könnte. Kann ich mir auch sagen, dass er auf der anderen Seite abtanken soll. Wobei das eigentlich egal ist. Ja, müssen wir beobachten. Gut, und noch mehr freuen würde mich das natürlich, wenn ihr morgen wieder reinschaltet zur nächsten Folge Let's Play LS17 hier auf der nordfriesischen Marsch-Vierfach-Map. In diesem Sinn sage ich mal, ciao!